Mega Stalos! Oh, ich liebe dieses Pokémon. Alter, mein Megas. Megas, wie kann man denn Z-Moves gegen diese coolen Mega-Pokémon eintauschen? Ich verstehe das immer noch nicht. Das war so gut, hätten sie einfach weitermachen brauchen. Ender, what? Drop it. So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch mit dem letzten OU-Match und wir sind mittlerweile, ich dachte, bei Battle Nummer, lasstet mich nicht lügen, ich muss kurz nachgucken, Moment, bei Battle Nummer 35, 39 müssten das jetzt sein insgesamt und Sound Profit seines Zeichens, Premiere-Match von uns beiden, dachte ich sogar jetzt. Spielt mit Brutalanda, Metagross. Ich hoffe, du weißt, dass Mega Metagross im Ubo ist. Tentoxa, Vulcanion, ein Nachthaarer und Stalos. Alles eklig, alles scheiße. Nun gut. Mal schauen, wie es läuft. Wir haben den letzten. Also, wir haben auf alle Fälle Battles gewonnen beim OU. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Aber letzten Kampf haben wir gewonnen gegen Mark. Und mal gucken, wie es jetzt im letzten OU-Match geht. Mal schauen. Ironhide. Okay. Ist da etwa jemand Transformers-Fan? Ich dachte, wird aber mit HID geschrieben. HIDE, dachte ich. Aber. Das ist gar nicht mal so bad gerade. Mega Stalos! Oh, ich liebe dieses Pokémon. Alter, mein Megas. Megas, wie kann man denn Z-Moves gegen diese coolen Mega-Pokémon eintauschen? Ich verstehe das immer noch nicht. Das war so gut, hätten sie einfach weitermachen brauchen. Vor allem das ganze Merchandise dazu. Die ganzen Mega-Pokémon, Plüschtiere und Figuren hast du nicht gesehen. Wäre so gut gewesen, aber nee. Ach, warum auch? Warum sollte man auf die Fans hören? Oh, komm. Nein, bitte fang jetzt nicht so an. Bitte nicht rumbrüllen hier. Bishop. Okay. Bitte nicht. Zurückgeschreckt. Wenn du mich anbrüllst, lass ich dich zurückschrecken. Ist mir auch egal. Aber so, wenn ich das sehe jetzt, eine Mega Stolz, könnte ich auch durchspielen. Mega Stolz? Echt geil. Entschuldigung. Oh, das muss einfach raus. Okay. Wir flinchen ihn scheinbar. Zu Tode heute. Ach komm. Ich weiß, der Abschlag ist nicht sehr effektiv. Und es ist auch sinnlos, aber was muss, das muss. Das ist schon besser. Hat da jemand etwa
Angst? So, die Frau ist jetzt. Was kann dein komisches Tentoxa? Das ist jetzt gerade die Frage aller Fragen. Mal gucken. Momentan sieht es eigentlich ziemlich ausgeglichen aus, finde ich. Alle für sich. Turbodreher. Okay, das ist, damit kann ich leben, das ist nichts Weltbewegendes. Läuft halt. Geht ja echt schon saugut los. Ich weiß nicht warum, aber es geht echt saugut los. So. Das ist auch ein gutes Pokémon, das könnte ich auch öfters mal spielen, wenn ich das ziehen sollte. Weil gerade die Giftspitzen, das ist halt so ein relativ flotteres Akkusteller. Hält nicht ganz so viel aus, aber hat dafür, wie ich finde, auch den besseren Movepool. Und könnte man ruhig öfters mal nutzen. Über mir rücken sich unsere Möbel hier. Ja? Immer quer durchs Zimmer. Da ruft erst zurück und Pluto kommt. Was ist denn Pluto? Pluto ist nicht gut. Pluto ist not good for me. Ich weiß, wie mein Bruder anders spielt. Das ist das Schlimme. Ich weiß, dass es halt auch mit Flug Z-Move geht, wie mein Traugoran aktuell. Und das kann halt echt böse enden mit Hochmut in Kombination. Muss man gucken, wie es klappt. So, hoffentlich. Huch und Wurst dachte ich nicht, der hat den Betroher, dachte ich, drauf gehabt, aber trotzdem. Kann sowas böse enden. Mit Z fliegen. Risikotackle. Es ist also ein verkapptes Megamens. Okay. Gut zu wissen. Ich gehe einfach instant nie den Burn drauf, ne? Das ist so dumm. Jetzt Beulenhelm. Also der Baneful Bunker, das wäre auch gut gewesen. So, Akkustella ist dafür da, den Gegner Akku zu machen. Das macht es gerade ganz gut, also würde mich jetzt echt ankotzen, das hier zu spielen. So, Genesung kommt raus. Haben wir doch volle KP, das ist gut. Das macht uns immer noch gerade mal so die Hälfte. Das ist ein Abfuck, ey.
Aggro-Stelle gegen Menz. Wenn Menz nicht genug Power hat, um das Ding kaputt zu kriegen, dann wird das echt jetzt ein langwieriger Kampf. Ja, kann man machen. Ich hoffe auf den Burn. Bitte, bitte. Ich krieg einfach nicht diesen fucking verfickten Burn, ey. Komm schon. Fatih will's gerüstet. Er ruft zurück. Okay. Wushi B. Sieht schon so aus. Das sieht schon so aus. Kommen wir wieder zum Thema, wenn Sound Prophet und ich kämpfen, ist es wieder komisch, weil wir uns noch nie groß gegeneinander überstanden. Dachte ich zumindest. Also ich dachte nicht, dass wir schon mal gegeneinander gekämpft haben. Ja, und dann halt Battle ist gar nicht mal so easy, weil man den anderen nicht einschätzen kann, was er macht. Bei Xomic mag das noch gegangen sein beim ersten oder beim zweiten Kampf. Den kenne ich schon eine Weile. Da kann man ungefähr einschätzen, spielt er safe, geht er nicht safe. Aber hier ist es halt schon wieder so. Hey, Vulcanian, wie geht es dir? Fünfzig Prozent sind echt gut. Dampfschwall. Bitte nicht komplett down gehen. Bitte nicht. Oh, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben manchmal so extrem. Ohne Spaß. Ohne Spaß. So, bleib da drin, wechselst raus. Was machst du? Das ist die Frage. Er wechselt aus, okay, das ist gut. Da kommt Stalos wieder. Der alte Cockblocker. So, mal gucken, wie viel Damage machen wir. Wie viel Damage machen wir jetzt? Es wird nicht reichen. Nicht mal ansatzweise. Scheiße. Er roart mich raus. Oh, er ruft zurück. Ich löb's nicht. Oh nein, und ich falle auch noch auf den ältesten und dümmsten Trick der Welt rein. Ach ja. Wie gesagt, nicht so viel Damage drauf.
Ach, man ruft es zurück. Ich denke mal, den Kampf kann ich eigentlich schon so ziemlich als verloren betrachten, weil... ich halt echt nichts gegen größere andere Pokémon machen kann. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. So. Ach, echt jetzt? Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Total fail predicted. Oh mein Gott. Aber richtig schlimm. Okay, Oyo kann ich eigentlich so ziemlich als gescheitert verbuchen, denn wir werden wahrscheinlich 3 von 5 Matches verlieren. Leider. Ja. Vor allem, wenn das schon sehr effektiv ist und keinen Schaden macht. Ich will nur wissen, wie viel Schaden der Rest macht. Ein Crit, ja, das war so klar. Das war einfach so klar. Ich kann gegen sein Team echt nichts machen. Dieses Defensive. Dieses defensive ohne richtigen Aufbau bei mir, wo ich sagen kann, okay, ich kann das und das probieren, ist echt richtig scheiße. Wenigstens etwas ist down. Wenigstens nicht zu null verloren. Ja, Soundprofit, was machst du jetzt? Jetzt überlegst du, ne? Pluto! Hallo Pluto! So, Pluto, gucken, das schmeckt. Ist halt ziemlich warm draußen, also eine Kraftreserve Eis wahrscheinlich gar nicht mal so bad, ne? Oh, macht doch schon ein bisschen Schaden. Ich denke mal, damit hast du jetzt nicht gerechnet, dass ich HP Eis auf dem Vieh spiele. Ja, das habe ich mir extra so rausgesucht für den Fall des Falles, dass ich doch gegen Drachen-Pokémon kämpfen muss, weil ich halt nichts Gutes gegen Drachen dabei. Nicht mal mein Dragoan kann Drachen-Move. Von daher... musste sein. Und Risiko-Tag juckt mich auch nicht, weil das müsste ich eigentlich noch tanken. Easy. So, die Aufholjagd beginnt. Tentoxa. Böses, böses Tentoxa. So,
Säurespeier auch mal übelst weggetankt. Weil das Erdbeben echt vorhin weitaus mehr Schaden gemacht, ne? Ach komm! Oh. Scheiße, mein Leben. I hate my life. Shit. Hätten wir den Säurespeicher jetzt noch getankt, wäre der Toxadon gegangen. Und dann wäre es an und für sich nicht mehr so problematisch gewesen, gegen den Rest zu spielen. Wuschibi ist ein Hurensohn. Shit. Ich habe mit Schmorze gerechnet, aber ich dachte, du heilst dich auch zu. Okay. So, den Kampf gebe ich jetzt auf, weil das hat keinen Sinn, wenn ich mich jetzt hier rumdrücke und rumstorle. Weil verloren ist verloren. Und von daher, GG an Soundprofit, gut gespielt. Schickes Team, sehr, sehr eklig von der Defensive her. Also gerade, Nachtara und Mega Steelix sind halt echt sehr, sehr balkige und defensive Pokémon. Da musst du erstmal irgendwas haben, dass du das auch breaken kannst, diesen Stall off breaken kannst. Das ist ja auch Denglish for Win. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten. Wir sehen uns im nächsten Teambau-Video wieder. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.